Wenn du selbstständig in Deutschland bist, ist die Wahrscheinlichkeit wahnsinnig groß, dass du regelmäßige Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben musst. Alles, was du über das Thema als Selbstständiger wissen solltest, erfährst du in diesem Video. Grundsätzlich bist du in Deutschland umsatzsteuerpflichtig, wenn du selbstständig bist. Es gibt da so ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel nimmst du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch. Mit der Kleinunternehmerregelung verzichtest du darauf, Umsatzsteuer auszuweisen und regelmäßige Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben. Wenn du von dieser Regelung noch nie gehört hast, schau unbedingt oben rechts einmal vorbei, da verlinke ich dir einmal eine ganze Playlist über das ganze Thema Kleinunternehmerregelung. Wenn du gerade gründest, ist das vielleicht ein Thema, was für dich relevant ist. Allerdings gibt es auch andere Berufe, die keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben müssen. Und zwar gibt es Umsätze, die einfach nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Und diese Umsätze schließen dann auch auf der anderen Seite den Vorsteuerabzug aus. Zu nennen sind da beispielsweise Ärzte, Versicherungsvertreter, Hebammen und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe an Tätigkeiten, die umsatzsteuerbefreit sind. Immer wenn du in einem dieser Berufe tätig bist, dann gibst du auch keine Umsatzsteuervoranmeldungen ab. Für alle anderen Selbstständigen und Unternehmen in Deutschland gilt die Pflicht, laufend Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben. Wie oft du diese Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst, also in welcher Frequenz, das richtet sich danach, wie viel Umsatzsteuer du im gesamten letzten Kalenderjahr gezahlt hast. Doch bevor wir auf die Frequenz eingehen, wollen wir uns erstmal genauer betrachten, was eigentlich eine Umsatzsteuervoranmeldung ist. Was passiert da eigentlich ganz genau? Und zwar schreibst du als Selbstständiger laufend Rechnungen. Und auf diesen Rechnungen steht einmal der Preis für deine Leistung, also deine Dienstleistung oder deine Produkte, plus Umsatzsteuer. In Deutschland meistens 19 oder 7% Umsatzsteuer. Das heißt, du stellst deinen Kunden ja nicht nur den eigentlichen Preis in Rechnung, sondern auch einen Umsatzsteuerbetrag. Und die Umsatzsteuerbeträge aus all deinen Rechnungen, die rechnest du zusammen. Und von diesem gesamten Betrag der Umsatzsteuer ziehst du dann die Umsatzsteuer ab, die du wiederum an deine Lieferanten, an deine externen Dienstleister und so weiter gezahlt hast. Du bekommst ja auch die ganze Zeit Rechnungen von anderen Unternehmen, die du dann bezahlst. Und auf diesen Rechnungen steht ja auch jeweils Umsatzsteuer. Und diese Umsatzsteuer darfst du von deiner vereinnahmten Umsatzsteuer abziehen. Übrigens, die Umsatzsteuer, die du an deine Lieferanten und Dienstleister und so weiter gezahlt hast, die heißt Vorsteuer. Das heißt ganz konkret, rechnest du all deine Umsatzsteuerbeträge zusammen, dann rechnest du die gesamten Vorsteuerbeträge zusammen und dann rechnest du die gesamte Umsatzsteuer minus die gesamte Vorsteuer und wenn das Ganze dann ein positiver Betrag ist, ist das der Betrag, den du an Umsatzsteuer an das Finanzamt zu zahlen hast. Was natürlich auch sein kann, ist, dass der Betrag negativ ist. Das heißt, du hast mehr Umsatzsteuer an deine Dienstleister und Lieferanten gezahlt, als du von deinen Kunden bekommen hast. Das ist absolut möglich. In solchen Fällen überweist dir das Finanzamt dann die Vorsteuer auf dein Konto. Stellt sich in diesem Zusammenhang natürlich die Frage, wie mache ich das Ganze denn? Also wo berechne ich das? Die meisten Buchhaltungsprogramme haben eine Funktion, also LexOffice und SafeTask und so weiter. Da kannst du in der Software jeweils eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Da erfasst du ja sowieso laufend deine Rechnungen und da wird dann auch gleichzeitig die Umsatzsteuer berechnet und dann kannst du mit wenigen Klicks deine Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt übermitteln. Aber du kannst das Ganze auch direkt über Elster Online machen. Ich habe dazu übrigens auch schon mal ein Tutorial gedreht, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Das heißt, wenn du kein solches Buchhaltungsprogramm in Einsatz hast, wo du das mit wenigen Klicks aus der Software machen kannst, kannst du das Ganze auch einfach kostenlos über Elster Online machen. Kommen wir zu der Frage, wie oft du das Ganze eigentlich machen musst. Denn es gibt unterschiedliche Voranmeldungszeiträume. Und zwar entweder den Monat oder das Quartal. Und eine Möglichkeit ist auch, dass du unterjährig gar nichts machen musst. Das heißt, dann musst du nur eine Umsatzsteuermeldung einmal pro Jahr machen. Und zwar im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuerjahreserklärung. Wie oft du das machen musst, ist abhängig von dem Umsatzsteuerbetrag, den du im Vorjahr zahlen musst. Immer wenn du im gesamten Vorjahr unter 1.000 Euro Umsatzsteuer gezahlt hast, musst du gar keine unterjährige Umsatzsteuervoranmeldung machen, dann reicht es vollkommen, wenn du einmal im Jahr deine Umsatzsteuerjahreserklärung machst. Wenn du im Vorjahr zwischen 1.000 und 7.500 Euro insgesamt an Umsatzsteuer gezahlt hast, dann ist dein Voranmeldezeitraum das Quartal. Das heißt, dann musst du für jedes Kalenderquartal eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Übrigens gilt das Quartal auch als dein Voranmeldezeitraum, wenn du zum Beispiel gerade gründest oder wenn du im letzten Jahr Kleinunternehmer warst und in diesem Jahr das erste Mal der Regelbesteuerung unterliegst. Dann musst du deine Umsatzsteuervoranmeldungen auch quartalsweise abgeben. Und wenn du im Vorjahr über 7.500 Euro an Umsatzsteuer gezahlt hast, dann ist dein Voranmeldezeitraum der Monat. Das heißt, dann musst du wirklich für jeden Monat einzeln eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Wichtig an dieser Stelle ist allerdings, du musst immer darauf warten, bis das Finanzamt dich dazu auffordert. Das heißt, nach jedem Jahr, immer wenn ein Jahr vorbei ist, dann schaut sich das Finanzamt an, wie viel Umsatzsteuer du im gesamten letzten Kalenderjahr gezahlt hast und schickt dir einen Brief, in dem dann drin steht, jetzt ist dein Voranmeldezeitraum das Quartal oder der Monat oder aber du lagst unter 1.000 Euro und musst deswegen gar keine Umsatzsteuer
Umsatzsteuervoranmeldung mehr abgeben. Das heißt, dann würde die Umsatzsteuerjahreserklärung reichen. Deswegen ganz, ganz wichtig, das Wissen über diese Grenzen ist zwar theoretisch wichtig, rein praktisch musst du sowieso auf das Schreiben vom Finanzamt warten, weil nur weil du das selbst ermittelt hast, kannst du diese Umsatzsteuervoranmeldung tatsächlich gar nicht abgeben. Das Finanzamt muss diese Frequenz bei sich im System eingestellt haben, damit du tatsächlich dann auch diese Voranmeldung abgeben kannst. Wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Deadline, also wie lange hast du eigentlich Zeit? Und da kannst du dir merken, du hast insgesamt 10 Tage Zeit. Also 10 Tage nach jedem Voranmeldezeitraum muss deine Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanzamt eingegangen sein. Also die Umsatzsteuervoranmeldung für Januar muss bis zum 10. Februar abgegeben werden, die für Februar bis zum 10. März und so weiter. Und die fürs erste Quartal, das erste Quartal endet ja am 31.03., muss dann bis zum 10. April abgegeben werden. Und die Umsatzsteuervoranmeldung fürs zweite Quartal endet ja am 30.06., muss dann bis zum 10.07. abgegeben werden und so weiter. Für die jährliche Umsatzsteuererklärung gilt allerdings nicht die 10-Tage-Frist. Also deine jährliche Umsatzsteuererklärung muss nicht bis zum 10. Januar abgegeben werden. Da gilt die ganz normale Frist wie für alle anderen Steuererklärungen auch. Also in der Regel der 31.07. des Folgejahres. Da gibt es aktuell ein paar Sonderregelungen, aber du kannst dir grundsätzlich merken, da gilt immer der 31.07. des folgenden Jahres. Übrigens, wenn diese Frist auf einen Feiertag oder Wochenende fällt, gilt immer der folgende Werktag. Also wenn Freitag beispielsweise der 9. ist und der 10. dann der Samstag ist, dann gilt der folgende Montag und nicht der Freitag. Also du musst dir dann keinen Stress machen, dann verlängert sich die Frist einfach bis zum folgenden Werktag. Vielleicht denkst du dir jetzt, oha, 10 Tage, das ist ganz schön sportlich, das kriege ich ja so gar nicht hin. Dann hast du die Möglichkeit, eine sogenannte Dauerfristverlängerung zu beantragen. Das heißt, dann hast du immer einen Monat länger Zeit. Dann müsste halt analog die Umsatzsteuervoranmeldung für den Januar nicht am 10. Februar abgegeben werden, sondern am 10. März und so weiter. Da gibt es so ein paar Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Das heißt, wenn du sagst, die 10 Tage sind mir zu sportlich, das kriege ich nicht hin, schau da unbedingt einmal vorbei. Bei der Umsatzsteuer gibt es übrigens noch eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Steuerarten. Weil bei der Einkommensteuer ist es ja so, dass ich erst eine Steuererklärung mache, dann bekomme ich irgendwann einen Steuerbescheid und in dem Steuerbescheid steht dann, bis wann ich wie viel Geld wohin überweisen muss. Das ist bei der Umsatzsteuer konsequent anders. Bei der Umsatzsteuer mache ich ja eine Umsatzsteuervoranmeldung und dann muss ich den Betrag auch direkt überweisen. Das heißt, ich bekomme da keinen Bescheid für meine Umsatzsteuervoranmeldung, sondern ich muss den Betrag von mir aus direkt sofort überweisen. Den Betrag, den ich da ausgerechnet habe. Und da gibt es einen wichtigen Punkt, den du unbedingt beachten musst. Und zwar ist die Deadline für die Vorauszahlung, also die tatsächliche Überweisung des Geldes, auch der 10. Das heißt, die Umsatzsteuervoranmeldung muss nicht nur innerhalb von 10 Tagen abgegeben werden, sondern du musst das Geld auch direkt überweisen und das muss innerhalb von 10 Tagen auf dem Konto des Finanzamtes sein. Allerdings gibt es da auch noch so eine Schonfrist. Das heißt, wenn das Geld dann erst am 13. auf dem Konto des Finanzamtes sein muss, dann fallen da noch keine Säumniszuschläge an. Wichtig ist allerdings, das Finanzamt wird dich nicht noch mal separat daran erinnern, dass du diesen Betrag auch überweisen musst. Deswegen würde ich dir dringend empfehlen, dass du das Ganze immer sofort bezahlst. Denn wenn du zu spät bezahlst, dann fallen automatisch Säumniszuschläge an und dann erhöht sich deine Steuerschuld noch. Übrigens gibt es einen relativ simplen und einfachen Trick, wie du sämtliche Säumniszuschläge vermeiden kannst. Und zwar gibst du dem Finanzamt einfach ein Lastschriftmandat und dann zieht das Finanzamt einfach diese Umsatzsteuerbeträge direkt von deinem Konto ab. Wenn das Finanzamt nämlich ein Lastschriftmandat für dein Konto hat, dann gelten alle Steuerzahlungen automatisch als pünktlich beglichen. Und das kannst du natürlich auch bei der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer machen, denn auch diese Zahlungen gehen im Alltag häufiger mal unter. Deswegen ist meine persönliche Empfehlung, einfach um immer auf der sicheren Seite zu sein und niemals Ärger mit irgendwelchen Säumniszuschlägen zu haben, richte ein Lastschriftmandat beim Finanzamt ein für deine Steuerzahlung und dann nimmt sich das Finanzamt das Geld von deinem Konto und dann ist alles fein. Wie du das genau machen kannst, auch dazu habe ich mal ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du jetzt noch Fragen hast zur Umsatzsteuervoranmeldung oder auf den Vorauszahlungen oder generell dem deutschen Umsatzsteuersystem, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du selbstständig bist und gerne Unterstützung hättest in deinem Alltag, zum Beispiel in deiner Buchhaltung oder deine Umsatzsteuervoranmeldung, dann schau dir unbedingt mal unser Angebot an. Wir sind nämlich spezialisierter Dienstleister für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir gerne, um deine ganze Bürokratie und Buchhaltung im Griff zu behalten. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach einmal hier oder du schaust erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.